Dann bräuchten wir eigentlich sogar einen Splitter. Gucken wir mal. Eventuell lasse ich auch einfach ein Fließband komplett einmal rumlaufen mit. Das macht, glaube ich, sogar noch am meisten Sinn. Genau, brich das Ganze mal ab. Wir machen ein Fließband. Und das fließt einmal im Kreis um die Basis rum. Das ist krass. Aber es könnte ordentlich klappen. Ich tue mal ganz kurz so, als ob wir ganz oben eine Kiste hätten, die durchgehend Munition bekommt. Dann kommt hier ein Fließband lang. So. Und dann sind hier Ärmchen, die befüttern. Das heißt, ich mache hier oben eine normale Kiste hin. So. So. Im Idealfall sogar eine große Kiste, damit wir sowohl ein langes Ärmchen als auch ein kürzes Ärmchen nutzen können. Und dann schmeißen wir da rein die Munition, die ich gerade selber nicht herstellen kann. Okay. Ich will doch nur ein bisschen was testen. Genau, mach das Ganze einfach hier. Da muss es hin. Nee. Da muss es hin. Da kommt das Ärmchen hin. So. Ich will jetzt gucken, bis zu wie viel die befüllt werden. Du fordere bitte an. Die Munition 100 Stück. So, warten. Wir haben übrigens inzwischen 107 Roboter. Nur mal so fürs Protokoll. Gut. Also, Munition würde dann einmal, ich würde die Kiste wahrscheinlich hier oben hinpacken. Einmal von da oben komplett da unten langlaufen, da langlaufen und dann hier wieder hoch. Es ist sehr viel Platz, das sind sehr, sehr viel Eisen allein für das Fließband. Und noch viel, viel mehr Eisen und Kupfer für die Munition selber. Wenn wir irgendwann dauerhaft angegriffen werden, ist das echt übel. Aber es spart Roboterzeit. Wenn wir bei jedem Turm wirklich eine einzelne Kiste hinstellen, kostet erstmal sehr viel Stahl für die Kisten. Und die Roboter würden recht viel fliegen. Und du hast 3, 4, 5, 6. Du füllst dich schön weiter auf. Okay, 10 Magazine kommen rein. Das ist vertretbar. Hätten die jetzt einen kompletten Stack da reingestopft, dann wäre es problematisch, denke ich. So. Shooting Speed 10, Damage 5 plus 3,4. Also wir haben schon fast den Schaden verdoppelt von denen. Und so machen wir es jetzt an jeder von diesen Stellen. Das heißt, das hier muss alles weg. Wir brauchen die schöne Vierermauer einmal komplett hoch. Das ist viel Mauer. Und dann kommt die alte Mauer weg. Oh, meine Picke ist kaputt. Kein Stahl für eine Stahlpicke dabei. Jetzt dauert das ewig. Ja, nee, das mache ich ein anderes Mal. Zieh das hier schon mal hoch. Runter. Ja, das war's mit den Mauern. Okay. Also definitiv sehr, sehr, sehr viel zu tun. Die Kiste lasse ich erstmal da, das ist okay. Wenigstens von da schon mal Verteidigung haben. So, was jetzt noch? Ich würde gerne neu versorgt werden mit Stahl und allem anderen. Stahl, mehr Stahl, gut. Dann hätte ich gerne eine Stahlpicke. So, oder auch zwei, ist okay. Dann hätte ich gerne Übersicht, wie viel Eisen wir noch haben. Wir haben inzwischen 4,2k Eisen, wir haben aber kein Kupfer mehr. Das heißt, da ist wieder irgendwas ausgelaufen. Ich sehe noch Kupfer kommen, aber es ist nicht so viel, wie es sein könnte. Ja, wir haben einfach keinen Treibstoff mehr hier. Zack. Zack. Zack.
Kupfer, haben wir da noch ein Feld und da noch ein Feld. Und das dürfte eine Weile reichen. Okay. Wie schaut es mit Öl aus? Ist nicht voll. Könnte also irgendwann zu dem Engpass führen. Spätestens, wenn die hier alle auf 0,1 sind. Also wäre noch ein Pumpjack eine Idee. Leichtöl füllt sich wieder. Schuhblocks werden durchgehend hergestellt. Haben allerdings noch keine solche... Was? Achso, du bist schon. So sind jetzt alles Bitschönkisten. Das ist gut. Ich brauch echt Licht hier. Wie war das mit der Fabrik, die Licht herstellt? Na, ich denke, ich werde mich gleich ein bisschen um Automatisierungssachen wieder kümmern. So. Ich will es immer Tag... Oh, Verbindung. Ist das nur ein Grafikfehler? Warum verbindest du dich nicht? Man kann sonst da oben den Strom gucken, ob das da unten... Achso, die sind doch verbunden. Ja, war ein Grafikfehler. Kommt die Zoom-Stufe drauf an, manchmal verschwindet das Ding dann. Ah, okay. Dieses komische Konstrukt hier kann allerdings weg. Bitte stell mal... Unter was fallen jetzt die Blueprints? Da. Brauche ich Plastik für? Was? So, ich brauche ein Advanced Circuit. Den will er gerade selber herstellen. Ja, okay. Du brauchst eh immer Plastik im Inventar. Nimm mal einen davon mit. Stell einen Deconstruction Plan her. Und dann lass mal die... Ich glaube, wir hatten zwei Construction Bots irgendwann mal gebaut. Die dürfen jetzt auch mal was machen. Und zwar die Poles hier alle abreißen. Weil die Stromversorgung sollte eigentlich gegeben sein. Ja, nicht ganz. Sollte jetzt gegeben sein, untenrum durch die Substations. Gut. Was noch? Die Abdeckung ist nicht so wirklich toll von den Robotern. Das müssten wir noch erweitern. Wir müssten das mit den Steinen besser hinbekommen. Ja. Hier müsste eigentlich auch noch ein Drill drauf. Aber wir haben jetzt keinen Drills dabei. Wofür ihr wart, habe ich keine Ahnung mehr. Das kommt weg. Die werden noch gebraucht für die Versorgung davon. Da oben fehlt Treibstoff. Ich habe aber keinen dabei. So. Ich sollte noch ein bisschen mehr holen. Sonst darf ich in 5 Minuten wieder herlaufen. Okay, nehmen wir ein bisschen mehr. So, die da unten hatte ich. Zack, 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 zack. So, gut. Eisen läuft. Fabrik da. Wofür waren die hier angedacht? Also ich brauchte noch... Brauch mehr Eisen. Hatte eigentlich ein bisschen mehr Eisen im Sinn. So. Ich bräuchte noch mehr Schmelzöfen. Nicht unbedingt für Stahl. Stahl haben wir jetzt hier doch schon. Naja, 174 ist nicht so gewählt. Aber wir haben ein bisschen was. Also ja, einen vierten Schmelzofen für Stahl auch noch. Dann aber auch Schmelzöfen für Stein zu Steinziegeln. Und den anderen Sachen, die Schmelzöfen noch gemacht haben. Es gab da ein paar. Fallen mir jetzt ad hoc nicht ein, aber ein paar Sachen gab es da. Dann Sandmauern. Sandbags. Also bräuchte ich jetzt eine Fabrik, die Sandbags herstellt und eine Fabrik, die die Mauern herstellt. Was soll mit denen... Wo sind die Claymauern hin? Ich glaube, die wurden rausgenommen. Okay.
Du stellst bitte Sandbags her. Oder was auch immer die fallen. Intermediary ist da, ja. 20 mal Sand. Du kriegst eine blaue Kiste. Du hättest gerne Sand. Und ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob irgendwas bei den Robotern gedreht wurde. Dass jetzt Sand vielleicht doch in etwas größeren Maßstab transportiert werden kann von einem Roboter. Oder ob ein Roboter wirklich nur ein Sand nimmt. Ihr macht Sand, ne? Ja, 23.000 Sand ist da hinten zum Beispiel. Wenn jetzt ein Roboter gleich angeflogen... Das ist eine Eisenkiste. Ah, okay, das ist ein Problem. Abbrechen. So eine Kiste. Also wenn jetzt gleich ein Roboter kommt, ob er wirklich nur zwei Sand dann mitnimmt, dank seinem Upgrade. Ich komme da echt nicht runter. So. Oder ob beim Sand irgendwas gedreht wurde, dass halt mehr mitgenommen wird. Das will ich jetzt kurz testen. Warum arbeitet ihr nicht? Achso, ihr seid noch die, die gar nicht angeschlossen sind. Ja, okay, das ist eine gute Ausrede, dass ihr nicht arbeiten müsst. Liquid Handler bräuchten wir auch noch. Und ganz viele blaue Kisten. Da, ganz viele blaue Kisten. Sand kommt. Und es sind wirklich Zweierschritte. Das klappt so nicht. Also ja, es würde klappen, wenn wir noch viel, viel mehr Roboter haben, dann wirklich nichts mehr zu tun. Aber das ist albern. Brich das bitte ab. Ich hole jetzt einfach einmal von Hand den Sand. Und habe dann irgendwie alles in ein paar Slots im Inventar. Genau. Und spare durch den Robotern jetzt ein Jahr Arbeitszeit oder so. So. Also, Ärmchen. So, zack. Und das muss definitiv ein schnelles Ärmchen sein. Wenn nicht sogar noch ein schnelleres Ärmchen. Aber die können wir noch gar nicht. Brechen. Stack davon bauen. Und dann wieder die Kisten. So, Ärmchen rein, Ärmchen raus. Gut. Dauert eine Weile, die herzustellen. Primär wegen dem Ärmchen. Ich sollte eigentlich zwei Ärmchen nutzen. So. Ja, ist ein Anfang. Okay, also Sandsäcke werden hergestellt. Du baust jetzt bitte Sandmauern. Ja, dafür brauchst du Stein, Holzplatten und Sandsäcke. Da. Du hättest gerne Stein. Holzplatten. Und Sandsäcke. Bip, bip. So, damit hätten wir unsere Sandmauern. Wird aber eine Weile dauern, die aufzubauen. Wir haben jetzt zwei Liquid-Händler, die Steine produzieren, zwei, die Sand produzieren, nochmal zwei, die Steine produzieren. Das heißt, die nächsten hier, oder der nächste hier, wird Sand, definitiv. Aber jetzt müssen wir erstmal noch die Liquid-Händler bauen. Die waren nervig. Genau. Grüne Chips und Eisensticks. Eisensticks hatten wir doch schon in der Fabrik. Ich habe sie nur nicht requested. Gib mir bitte einen Stack davon. Danke. Für Frames könnten wir theoretisch auch noch eine Fabrik bauen. Und auch für Liquid Handler, aber das ist ein bisschen übertrieben, weil so oft brauchen wir nicht. So, grüne Chips. Wir haben wie viele grüne Chips im System? Null. Rote Chips genauso. Also sollten meine nächsten Fabriken eigentlich grüne Chipfabriken sein. Was aber nichts bringt, wenn die vorhandenen Fabriken nicht mehr ordentlich laufen. Das ist ärgerlich. So, Shotgun Shell Damage. Portable Fusion Reaktor. Wäre schon schick, ja. Aber dafür bräuchten wir eigentlich erstmal das hier. Ich glaube, ich erforsche die jetzt schon mal. Weil das ist machbar. Dauert ein Weilchen mit den blauen Chips.
Und Blei müsste ich erst in größerem Maßstab wieder abbauen. Aber das ist machbar. Research das jetzt.